Willkommen zurück bei Top-Vergleich. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute mal die drei besten smarten Türschlösser an. Smarte Türschlösser sind elektronische Geräte, welche von innen an die Haustür angebracht werden, über den Hausschlüssel, der im Türschloss steckt und mit ihrem integrierten Motor dann von selbst die Tür auf- oder zuschließen können. Beziehungsweise nicht von selbst, sondern die Geräte sind natürlich mit unseren Smart Devices, wie zum Beispiel Smartphones oder Smartwatches, verbunden, sodass wir dann über diese Geräte unsere Tür auf- oder zuschließen können. Und das je nach Türschloss, teilweise auch ohne, dass wir zu Hause sind. Worauf ihr genau bei Türschlössern achten müsst und welches Modell für euch das Beste ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Zuerst stellen wir unseren Testsieger vor, aber bleibt unbedingt auch bis zum Schluss dran, denn wir stellen neben dem Testsieger auch noch zwei wichtige Alternativen vor, die vielleicht Funktionen besitzen, die ihr noch benötigt. Also wir stellen die drei smarten Türschlösser jetzt mal mit ihren wichtigsten Eigenschaften vor. Alle weiteren Infos zu den Produkten findet ihr über die Links in der Videobeschreibung. Als Testsieger von den smarten Türschlössern können wir ganz klar das Nuki Smart Lock 2.0 empfehlen. Dieses Produkt ist zwar schon seit 2-3 Jahren auf dem Markt, aber hält sich seitdem immer noch an der Spitze der Bestseller, wenn es um Türschlösser geht. Und das hat auch seine guten Gründe. Einmal montiert ist die vermutlich stärkste Funktion des smarten Türschlosses, dass es mit Hilfe von Bluetooth merkt, wann man sich mit seinem Smartphone oder auch seiner Smartwatch seiner Tür nähert. Dementsprechend kann man einstellen, dass wenn man sich seiner Tür nähert, diese automatisch aufgeschlossen wird oder wenn man nach draußen geht und sich von der Tür entfernt, diese automatisch zugeschlossen wird. So kann man ein Utensilien, eine Funktion mehr mit seinem Smartphone übernehmen, und zwar die des Haustürschlüssels. Besonders bequem wird es denn natürlich, wenn man seine Smartwatch benutzt, sodass man sein elektronisches Türschloss einfach auch bequem vom Handgelenk aus steuern kann. Ist man in der Bluetooth-Reichweite des Geräts, kann man dann einfach mit einer Handbewegung seine Tür auf- oder zusperren oder wie gesagt auch einstellen, dass diese es automatisch macht, wenn man sich der Tür nähert oder sich von ihr entfernt. Und mit der Nuki WLAN Bridge hat man auch die Möglichkeit, die Tür von überall aus, wo man Internet hat, auf- oder zuzuschließen. Dafür verbindet man sich mit seiner Nuki-App einfach mit dieser Bridge, welche wiederum ständig mit Bluetooth mit dem Türschloss verbunden ist. Und so kann man seine Haustür von quasi überall von der Welt aus auf- oder zuschließen. Durch den magnetischen Türkontakt, der ebenfalls mit dabei ist im Lieferumfang, behält man immer den Überblick, ob die Tür aktuell geöffnet oder geschlossen ist und gibt sogar auch Benachrichtigungen raus, wenn die Tür geöffnet wird. Sehr praktisch finden wir hier auch, dass man quasi virtuelle, smarte Schlüssel für Freunde und Familie und natürlich alle sonstigen Leute, die man auswählt, vergeben kann. Dafür müssen sich diese Leute ebenfalls die Nuki-App runterladen und sich dann über einen Schlüssel mit dem individuellen Schloss verbinden. Den Zugriff dafür kann man natürlich aber auch nur von der Haupt-App vom Hauptnutzer geben. Man kann sogar auch bestimmte Zeitfenster einrichten, in der eine bestimmte Person die Tür öffnen kann. Zum Beispiel kann man einstellen, dass die Putzfrau jeden Tag von 18 bis 19 Uhr in die Wohnung darf oder der Pflegedienst, der regelmäßig kommt, von selbst die Tür aufschließen kann, wenn ihr dann beispielsweise immer montags um 8 Uhr kommt. Also wirklich viele spannende und nützliche Funktionen, die uns das Nuki Smart Lock bietet. Grundsätzlich funktioniert es mit Bluetooth. Wer seine Nuki 2.0 von überall aus, wo er Internet hat, steuern möchte, also auf- und zumachen möchte, der braucht zusätzlich noch die WLAN Bridge. Die Nuki Smart Lock ist auch sehr leicht anzubauen. Das gibt auch eine sehr einfache Bedienungsanleitung, die mit dabei liegt. Man hat hier sogar auch verschiedene Aufsätze mit dabei für verschiedene Türschlösser. Und ganz besonders finden wir wirklich, dass man nicht nur per Smartphone oder Smartwatch das Ganze steuern kann, sondern auch mithilfe sämtlicher Sprachassistenten. Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit sind mit dem Türschloss kompatibel. Auch über die allgemeine Sicherheit muss man sich keine Sorgen machen. Die Kommunikation des Smart Locks ist allgemein über End-to-End verschlüsselt und entspricht damit den gleichen Sicherheitsstandards wie zum Beispiel modernes Online-Banking. Starke Funktion, einfache Montage und hohe Sicherheit, das alles garantiert die Nuki Smart Lock 2.0 und genau das bestätigen auch die Kundenmeinungen. Damit ist die Nuki 2.0 unser Testsieger und absolut unsere erste Empfehlung, wenn es um smarte Türschlösser geht. Mehr zum Gerät erfahrt ihr in der Videobeschreibung, wie gesagt, aber wir möchten euch auch noch zwei weitere Alternativen vorstellen. Für ungefähr das gleiche Geld bekommt ihr die TD-Lock, ein smartes Türschloss mit ähnlichen Funktionen und ähnlich hoher Sicherheit. Auf den ersten Blick fällt erstmal das Design auf. Die TD Smart Lock ist weitaus schlichter gehalten und auch nicht so klotzig. Unserer Meinung nach hat sie vom Design-Aspekt her schon mal einen großen Pluspunkt. Jetzt müssen wir uns aber auch anschauen, warum das so ist. Beim Nuki Smart Lock wird das Türschloss einfach über das bestehende Schloss, über den bestehenden Zylinder drüber geschraubt bzw. drüber geklebt. Beim TD-Türschloss ist es so, dass hier der Zylinder ausgetauscht werden muss. Der neue Zylinder ist natürlich mit inbegriffen. Der wird dann einmal ausgetauscht und das smarte Türschloss drüber gesteckt. Dadurch sieht es natürlich schlichter und ja, viel, viel besser aus, unserer Meinung nach. Ist aber natürlich auch deutlich mehr Arbeit und ja, kann nicht so schnell montiert und auch nicht so schnell wieder abgebaut werden. Ansonsten haben wir beim TD-Schloss die ähnlichen Funktionen wie beim Nuki Smart Lock 2.0. Wir haben die automatische
Schließung und Öffnung über die Bluetooth-Verbindung, auch eine manuelle Tür, Öffnung oder Schließung, die man über sein Smartphone oder seine Smartwatch vornehmen kann, durch eine mitgelieferte Bridge auch die Möglichkeit, das Türschloss von überall aus zu steuern und kann natürlich auch jederzeit über die App sich anzeigen lassen, ob die Tür aktuell geöffnet ist oder geschlossen ist und sich auch benachrichtigen lassen, wenn die Tür geöffnet wird. Da das Schloss mit seinem eigenen Zylinder kommt und mit einem eigenen Verschlüsselungsprotokoll, ist hier die Sicherheit wirklich sehr, sehr hoch. Jedoch vermissen wir hier ein paar Zusatzfunktionen noch, die wir beim Nuki Smart Lock geboten bekommen. Beispielsweise ist das Gerät nicht per Alexa oder Google Assistant steuerbar, jedenfalls nicht direkt. Ein Unterschied zum Nuki Smart Lock ist außerdem, dass es nicht mit Batterien funktioniert wie das Nuki Modell, sondern einen 3000 mAh Akku mit inbegriffen hat, ja, mit dem man aber ziemlich lange auskommt. Über ein Jahr soll das Türschloss halten, ohne aufgeladen zu werden, und wenn man es dann aufladen muss, muss man das Türschloss nicht abmontieren, sondern kann einfach das Aufladekabel in das Schloss stecken. Die Ladebuchse befindet sich nämlich gut erreichbar an der Unterseite des Schlosses. Durch den höheren Montageaufwand und die fehlende Nutzbarkeit mit Alexa oder Google Home Assistant sehen wir hier vom praktischen Standpunkt aus einen Minuspunkt bei der TD-Lock, jedenfalls im Vergleich zur Nuki Smart Lock. Wer allerdings auf das schicke Design und auf die nochmals erhöhten Sicherheitsvorkehrungen mit dem eigenen Zylinder Wert legt, der sollte sich mal noch weiter über das TD Smart Lock informieren. Mehr Infos dazu über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Aber kommen wir nochmal zum letzten Türschloss. Eines wollten wir euch auf keinen Fall noch vorenthalten, und das ist das Homematic IP Smart Lock. Die Firma Homematic bietet alles rund ums Thema Smart Home, von Türschlössern bis über Alarmanlagen, Heizungen, Rauchmelder, Klimaanlagen und so weiter. Wir beziehen uns heute mal auf das Homematic Starter Set, denn das besteht zum einen aus dem smarten Türschloss von Homematic, ihrer WLAN Bridge bzw. ihrem HomeKit, über das man auch alle anderen Geräte von Homematic steuern kann, und noch einem kleinen elektronischen Schlüsseldevice. Mehr dazu gleich. Kommen wir aber zum Türschloss, und dieses lässt sich genau wie das Nuki einfach über sein bestehendes Schloss drüber montieren und das Ganze auch ohne Schrauben. Ansonsten bietet uns das Türschloss von HomeKit sehr starke Funktionen, wie man sie auch von der Nuki Smart Lock vor allem kennt. Natürlich das manuelle Steuern, Öffnen und Schließen des Türschlosses über sein Smartphone oder seine Smartwatch. Hierfür benutzt man die Homematic App, über die sich auch alle anderen smarten Geräte von Homematic steuern lassen. Und über diese kann man auch einstellen, welche bestimmten Personen Zutritt zum Haus haben sollen und auch zu welchen Zeiten. Und außerdem kann man zum Beispiel auch eine automatische Schließung einstellen, dass sich zum Beispiel die Tür jeden Tag um 20 Uhr automatisch zuschließt. Was wir vermissen, ist die Bluetooth-Funktion. Bedeutet, dass man, wenn man sich der Haustür nähert, sich diese automatisch öffnet oder automatisch schließt, wenn man das Haus verlässt. Allerdings gibt es hier noch eine Schlüsselbund-Fernbedienung, mit der man einfach per Tastendruck das Schloss öffnen oder schließen kann. Und das auch, wenn das Internet einmal ausfallen sollte. Abgesehen von der praktischen Schlüsselbund-Fernbedienung kann man auch durch manuelle Tasten die Tür jederzeit öffnen oder schließen. Abgesehen von diesem Schlüsselbund und dieser Funktion müssen wir allerdings sagen, dass wir hier doch immer noch zum Nuki Smart Lock tendieren, da dieses Schloss diese Funktion auch alle besitzt und zudem noch mit Sprachassistenten steuerbar ist. Wer aber generell schon überlegt hat, sich mal ein Smart Home aufzubauen, für den ist vielleicht doch die Türklinge von Homematic die richtige Wahl. Nicht nur wegen seinem Schlüsselbund, sondern generell wegen dem ganzen System, was dahinter steckt. Angefangen mit dem Türschloss kann man hier nämlich noch viele weitere Geräte mit der Homematic-Station und der App verbinden und so sein Haus vor allem zu einem sehr guten Preis immer smarter und smarter machen. Was Smart Home-Systeme angeht, ist Homematic nämlich einer der Ansprechpartner mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Welche Funktionen sind für euch wichtig? Welche Funktionen haben euch am meisten angesprochen und für welches Schloss habt ihr euch im Endeffekt entschieden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn ihr euch noch mehr zu den Produkten informieren wollt, schaut wie gesagt in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr alle weiteren Infos.